Ersfeld, Kanton Uri. Weil die Bahnstationen zwischen Ersfeld und Göschenen von der Bahn nicht mehr bedient werden, hat das Busunternehmen Auto AG Uri diese Dienstleistung übernommen. Das hat den großen Vorteil, dass die Haltestellen auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmt werden können. Weite Fußmärsche zum nächsten Bahnhof sind nicht mehr nötig. Rechts von der Straße befinden sich die Bahngeleise von Erstfeld. Seit der Gotthard-Basistunnel in Betrieb ist, finden auf diesen Gleisen, die den Inbegriff der Gotthardbahn darstellen, nicht mehr viel Bahnverkehr statt. Wer sehen möchte, was hier vor wenigen Jahren noch los war, sollte sich die Filmserie über die Gotthardbahn auf diesem Kanal anschauen. Rechts sehen wir die Reuss. Alles Wasser aus dem Kanton Uri fließt mit ihr bei Flüelen in den Vierwaldstätter See. Wir erreichen Sillingen.
Das Motorrad auf der Mauer steht zu Werbezwecken dort. Es handelt sich nicht um einen Lausbubenstreich. Wie weit früher die Wege zum Bahnhof waren, zeigt sich hier. Sillenen und das nächste Dorf Amsteg waren auf den Bahnhof Amsteg-Sillenen angewiesen. Die Schulkinder verlassen den Bus und können es kaum erwarten, in der Schule links ruhig zu sitzen.
Auch wir verlassen den Bus bei der Haltestelle Amsteg Post und steigen ins Postauto nach Pristen um. Dieses ist soeben durch die Wendeschleife gefahren. Mit dem Postauto führt die Fahrt über die schmale Straße mit den vier engen Kurven nach Pristen hinauf und weiter zur Golzernbahn. Unsere Linie ist die Nummer 407. Das Auto wurde von Hess Belach karosseriert und wird von einem Scania-Motor angetrieben. Der Blick zum Berghang zeigt, wo es jetzt entlang geht. Ziemlich schmal und steil. Vorne dran ist noch die Kerstelenbachbrücke der Gotthardbahn zu sehen. Zum Kreuzen mit dem Postauto ist die Straße zu schmal. Dann geht's los. Das Dreiklang-Posthorn soll die Straßenbenutzer darauf aufmerksam machen, dass das Postauto nächstens um eine Kurve kommt. Das Postauto hat immer Vortritt und den Anweisungen des Chauffeurs muss immer Folge geleistet werden. Die drei Töne in dieser Tonfolge wurden aus Rossinis Oper Wilhelm Tell ausgeliehen.
Die Straßenbauer müssen vor jeder Durchfahrt ihr Gerät zur Seite stellen. Geschafft. Die Straße wird übersichtlich. Die Galerie Breitlaui, breite Lawine, schützt die Straße vor eben dieser Lawine. Priesten im Maderaner Tal. Ade. Ja. Ja. Nein.
Der Kerstelenbach wird überquert. Den Benutzern der Olsenbahn stehen große Parkplätze zur Verfügung. Endstation. In knapp einer Stunde beginnt die Rückfahrt. Das reicht locker, um sich das Kraftwerk Dresden anzuschauen.
Direkt beim Kraftwerk fließt der Kersternbach vorbei. Dort, 2 Kilometer aufwärts, wird das Wasser für den Antrieb der Turbinen abgeleitet. Immer fließt er nicht so friedlich dahin. Bei Hochwasser zeigt er seine Zähne. Blick Richtung Spannort, 3.198 Meter hoch. Echter Gotthardgranit. Wohnlage mit Aussicht. Das Wasser hat seine Arbeit getan, Strom erzeugt und wird in den Kersternbach entlassen. Aber schon wird es wieder aufgestaut und dem Kraftwerk Amsteg zugeleitet, wo wiederum Turbinen seine Kraft ausnützen. Mit dem Eintreffen der Seilbahn in der Talstation wird es langsam Zeit, zum Postauto zu gehen. Die Rückfahrt beginnt und die Landschaft kann aus der Gegenrichtung betrachtet werden. Thank you.
Nach der Galerie wird die Straße deutlich steiler. Mit der Ruhe ist es jetzt erstmal vorbei und man kann Wortfetzen im Urnendialekt hören. Mit dem Dreiklang werden wohl auch die Straßenbauer aufgefordert, ihre Gerätschaften zur Seite zu stellen. Die Bristenstraße war schon einige Male in den Schlagzeilen. Wegen Steinschlag und Abbrüchen der Fahrbahn war sie schon hin und wieder gesperrt. Im Jahre 2013, zwei Monate lang, vom 7. März bis 8. Mai. Um die Versorgung des Maderanertales zu gewährleisten, wurde die Standseilbahn vom Kraftwerk Amsteg wieder in Betrieb genommen. Diese Attraktion kann im Film Fahrt mit der Werkbahn vom Kraftwerk Amsteg gesehen werden. Thank you.
Wir sind wieder im Röstal angekommen. Ich hoffe, diese spezielle Busfahrt hat Eindruck gemacht. Besten Dank dem Chauffeur für die Erlaubnis zum Filmen.